So Leute, seid ihr bereit für späten Nachtspass? Denn die werden halt irgendwie spät rauskommen. Aber das hat ganz gut Sinn, denn ich habe schon mit dem, naja, ich will jetzt nicht Besäufnis sagen, aber ja, doch so ähnlich. Sieht's aus hier gerade. Mit allen möglichen Flaschen rundum um den PC und die Boxen und Co. Hier mal ein paar Kristallhoden gesammelt und wer weiß, was das für ein Part wird jetzt, den ich hier aufnehme. Auf jeden Fall musste ich was erzählen. Ich habe keinen Selfcheck gemacht, nachdem ich denn diesen letzten kurzen Part aufgenommen habe. Weil mich im letzten Part Asuka unterbrochen hat. Ja, die hat mit mir geklingelt und ich dann schnell mal an die Tür ran. Und da dachte ich, naja, es wird sowieso Zeit aufzunehmen, die Aufnahme abzubrechen. Und da war leider bloß 12 Minuten rum. Das tut mir leid. Und das habe ich noch dazu, den Selfcheck vergessen. Das war natürlich doppelt blöd. So, hier war der Doki Poker einfach mal hier hochgeschossen. Mitten in der Nacht bei Regen. Wie stimmungsvoll. Sieht aber sehr konfus hier alles aus. Und warum sind hier überall Leuchtringe? Hallo? Soll ich blind sein oder was? So, unten oder oben? Also ich tendiere erstmal zu unten. Vielleicht gibt es da noch ein paar extra Bananen. Nee, irgendwie nicht, oder? Doch, vielleicht schon. Also ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Schuss und... oh, oh. Hui, das war knapp. Hallöchen, fast, das war doof. Das war ganz, ganz, ganz doof. Da wollte man schnell und cool sein und dann war man tief und tot. Das sind zwei sehr gute Ergänzungen, die kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Nein, Spaß beiseite. Zack. Doki, du musst dir was antun, echt. Hm. Oh, der Mond. Wie schön. Und oh, das war schon wieder fast daneben gegangen. Schwing, 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 schwing. Warum geben die jedes Mal komische Geräusche ab? Soll ich hier einen Klingelton machen oder was? Und irgendwie gab es keine Bananen. Das beunruhigt mich. Hab ich was verpennt? Das kann ja durchaus sein. Fragt mich nicht, wie viel Promille ich habe, falls euch das interessiert. Ich sage 1,5, weil anderthalb Flaschen leer sind. Ich kenne die Umrechnung dafür zwar, aber ich habe jetzt keinen Bock, Mathe hier anzuwenden. Ne, 5 Bananen habe ich schon eingesammelt in der Neuaufnahme des Parts. Weil ich wegen also gar nicht gesavesettet hatte. Ja, das ist wirklich sehr intelligent wieder mal. Zeugt von richtigen Pro-Qualität-Let's-Plays. Man, wenigstens die Sprache sollte ich doch halbwegs noch beherrschen. Weil ich quatsche jetzt nicht auf Englisch oder Japanisch mit euch. Das geht schief. Warum ist hier nicht überall... Ach so, da geht's runter. Ah, ich frage mich schon, warum ist hier überall Zaun hat. Das ist aber nicht kindergerecht gesichert. Weil für mich, dummes Kind, das wäre gerade mal echt angebracht hier. So, 20 Bananen hier beim Rundumkurs um die Banane. Ey, da ist ja noch mehr. So, hier haben wir die 1 noch. Gehen wir die aktivieren wir mal schnell. Darf ich hier rüber, ohne abzustürzen? Das wäre sehr cool. Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Nochmal hochgeklettert. Ja, ja, ah, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, haha, das schaffe ich noch. Das schaffe ich nicht mehr. Also, das habe ich schon geschafft, aber dann habe ich mich blöd angestellt, weil ich in Panik geraten bin. So, jetzt aber nochmal ganz skillig hier. Zack, hepp, zappa und so, ne? Ja, diesmal ging's doch wirklich, wirklich gut. Die Musik hier in der Welt ist ein bisschen alles Emo, Grufti, Psycho. Aber das passt ja ganz gut zu mir. Alben, Psycho und... Oh, was ist denn das da unten? Nur Münzen? Da ist da bestimmt noch mehr. Eine tiny Blaupause. Na gut, merken für später. Wo geht's hier hin? Ein See! Los, wollen wir uns waschen, weil Donkey stinkt bestimmt schon wieder. Weil, ihr wisst ja, ne, Regen und nasser Pelz verträgt sich gar nicht. Wer irgend so Pelzjacke hat, die von Tieren entrissen wurde, der weiß das. Ich weiß das natürlich nicht. Bei mir ist alles aus Kunststoff, muss alles Billigkram sein. Sonst fühle ich mich nicht wohl. Also, was... Ach so. Ach, jetzt bin ich immer im Kreis gelaufen. Ist ja blöd. Wie komme ich denn hier rüber? Scheiße. Ist ja fies. Ach ja, jetzt hau ich ab. Jetzt geht die Brücke. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber egal. Ich kann ja einfach hier hochklettern. Haha, Cheater. Und hier gibt's noch mehr Nanen. Ja, ich sammle alle ein. Wie geil. Mann, ey, guck mal. Knochenkalle ist wieder auch mal zu Besuch. In meinen Let's Plays ja ständig hier vorhanden. Ist ja furchtbar. Und ich weiß, da beschwerte sich immer mal, dass ich immer die Leichengäste dabei habe. Aber naja. Der Rest traut sich immer nicht bei mitten in Let's Plays. Bei mitten in. Ja, danke.
deutsche Muttersprache vor. Du bist bei den Let's Plays aufzutreten und hier mal eine Lenkiebler-Pause. Alles bloß nicht Donkey, blöder Penner, Alter. Hyper-Scheiße. Hyper-Absturz gleich hier. Fuß ins Licht, mal gucken, wie lange hältst du den Pain of the Schneestiefel aus. Viermal. Boah, das ist doch nice. Also, ich hätte es nur zweimal ausgehalten. Oh, Hilfe. Nein. Boah, Schwitz. Ich wäre fast verreckt. Runter abgespeckt. Oh, da ist noch ein... Oh, hier geht's ab Didi weiter. Das ist jetzt extrem ungünstig. Aber ich werde mal was machen. Ich kann ja einfach mal ganz so, ganz, ganz fieses halber so... Tiny, komm mal her. Alter Scheiße, bei der Mucke wird man direkt wieder nüchtern hier. Das ist ja furchtbar. So, einmal hier ein bisschen die zwei geused. Wir haben aber die anderen zwei benutzt, aktiviert. Und jetzt können wir auch die Tiny Bananas einsammeln. Warum denn nicht wahr? Oh, Hilfe. Mein Übergewicht ist nicht geeignet, um über solche Bretter zu... Alter, ist das knapp hier. Also ich würde über solche Brücken nicht gehen, ne? Ne, sagt das schon das Sprichwort, über diese Brücke würde ich nicht gehen. So, wir sind bei 10 angekommen. Hier ist noch die 3. Hier ist Cranky's Lab. Ich glaube, Tiny, du hast das meiste Geld, oder? Los, gib mal ein bisschen was dafür aus. Und zwar für The New Stampfattacke. Du bist zurück. Tiny, möchtest du mit dem Jack Pick spielen? Nö. Oh, achso, ich habe ja einen Trank. Das habe ich vergessen. Ich demente, alter Trottel. Dein Glückstag, Tiny. Keine Ahnung, wie das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank. Eigentlich ist der letzte, aber ich bin zu blöd, das zu checken. Meine Fresse. Oh ja, das hätte man echt wissen müssen. Der Super-Duper-Primaten-Power-Gedöns. Maximus Kraftus Primaticus. Ja, die Sprüche werden immer verrückter geworden. Ich könnte es einfach, oder Tiny? Du, die anderen Flohstichigen Kongs können jetzt alle... Ach, wir können rote Platten aktivieren. Ich will den alten Knacker nicht weiter zuhören. Wir müssen hier das letzte Mal hin. Mehr müssen wir von dem alten jetzt nicht hören. Glaube ich jedenfalls. Oh, guck mal, Halloween ist schon wieder da. Alte Scheiße, aber das ist noch ein paar Monate. Oh. Er hat an sich wahrscheinlich offenbar... was laber ich für eine Scheiße? Eine Allergie gegen Haare und... Oh, hier ist was für Chunky. Und zwar, er will ins Museum. Für sogar wild halte ich ihn gar nicht. Aber egal. Für je weniger ich die gebildet die anderen halte, desto eingebildeter klinge ich. Und das ist scheiße. Alter, Tiny, was machst du mit deinen Haaren? Die twisteten gerade übelst ab irgendwie. So, hier ist was für Lenky. Das ist ja auch voll lame hier irgendwie. Woohoo! Los, Tinimus Minimus. Muss ich oben oder unten rein? Hm, willst du vorne oder hinten rein? Oh. Tja, vorne will nicht, denn oben, dann wird's ekelhaft. Was laber ich für einen Dreck heute? Das geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit... Oh, der war cool. Mit so viel... Offensichtlich eine Fliegenplage. Da spielen wir noch gleich mal unser Saxophon-Solo. Das funktionierte sogar. Geil. Und gleich mit One-Hit-Mucke alle weggebasht. Und wir kriegen eine Banana, Mann. Wie cool war das denn gerade? Also ich weiß, dass die Mucke manchmal geblockt wird, um die Bananen nicht so leicht zu verdienen. Aber die war gerade wirklich easy, Mann. Kommt, bevor wir zur Ostzeit. Ich hab keine Bananen. Ja, jetzt gibt's aber welche im Markt. Da gibt's ein paar Euro mit hier, ne? Tier Tiny hat genug Geld. Und dann hättest du einfach 200 Bananen gekauft. Und ich müsste mir nicht dieses beschissene Abenteuer hier antun. Nein, nicht beschissen. Wie stinkt's hier drin, oder? Tiny, hast du deine Schuhe mal gewechselt? Oder die Socken wenigstens? Also, ich könnte ja auch... Also, es könnte auch in den Müll liegen, aber ich glaube, das sind die... Ich glaube, das sind eher die Schuhe. So, noch ein paar Kristallhohen, die Frau gar nicht braucht. Sie bringt ihm denn den nächsten Kong mit, der dran ist. Ach ja, billige Wortwitze allerorts. Ist doch schön, oder? So, wisst ihr was? Ich nutze das hier mal eben, um mal zu Lenky zu changen und dann mal ein bisschen das da zu machen, was da drin ist. Das war nämlich ziemlich cool. Ich glaube, das war dieses Labyrinth. Was mich auch ein bisschen an Banjo-Kazooie, an dieses Wüstengedöns da, die Gobi Valley, ne, Gobi Valley? Gobis Wüste? Na, Gobis Wüste halt. Die Wüste, wo Gobi drin war. Weiß ich gar nicht, wie die beschissene Welt heißt, Mensch. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Jetzt seht ihr auch mal die rote Stampfattacke. Ich finde, die sieht ziemlich cool aus. Alter, übelst abgetwistet, Alter. Ist das nicht Gangster oder was? Und wie üblich, nö, ein kleines Gebäude, aber innen wieder mal riesig groß. Das ist ja für Nintendo so üblich, das ist ja mittlerweile ihr Steckenpferd, irgendwie habe ich das Gefühl. Komischerweise regnet es hier rein, obwohl oben ein Glasdach drauf ist, aber gut, davon lassen wir uns nicht beirren. Da ist eine Banane. Punkt, Ende, aus. Und ich glaube, hier gab es ein Little Bad Zeitlimit, nicht wahr? Ja, genau. Flip, 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 flip.
Und ich weiß nicht mehr, ob ich hier alle Bananen finde. Fakt ist, ich muss schnellstmöglich das Geschwindigkeitsfass finden. Da oben ist es. Das ist gerade ein bisschen fail, was ich hier mache. Irgendwie, ich müsste mal den Weg finden. Habe ich jetzt alles gefunden? Auf jeden Fall habe ich die Banane gefunden. Da haben wir schon 141. Meine Scheiße, das ist aber very good hier. Hör das Zeitlimit jetzt auf, das würde ich sehr begrüßen. Ja? Nein? Doch? Oh, eine Kronenplatte. Und offensichtlich hat das Zeitlimit gestoppt. Da kann ich mich mal umgucken und hier ein bisschen die Bananen suchen. Ich habe bestimmt noch welche vergessen. Obwohl, ich habe 30 eingesammelt. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Weil noch mehr wäre verschwenderisch, glaube ich. So, einmal Twist again. Der war nicht wahr. Hier, Lanky Kong, der muss jetzt halt mal ein bisschen battlen. Mit seinen langen Armen hat er den definitiven Reichweiten... Paranoia Palava. Nein, 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 nein. Was? Alter, ist das laut hier. Oh, scheiße. Double Trapper. Alter, Pisser, Alter. Boah, Entschuldigung, das muss ich mal leiser machen. Ja, das geht ja gerade gar nicht hier. Nein, nein, Falls. Oh, und ich treffe halt... Nein, nein. Oh, das war knapp. Du blöder Wichser, Alter. Hier, kriegst du mal eine lange Fisse, Alter. Hier, kriegst du die Fisse. Zack. Jetzt bist du der Nächste hier. Falls, Knacks, Bash. Hyper Wave und Free of a Kind. Eigentlich könnte ich ja direkt nochmal, nicht so, das ist ja kein Ding, ne, so... Und Schlitz. Nochmal Free of a Kind, nicht wahr? Diesmal nicht, das wird nix. Zack. So, jetzt kann ich aber jetzt hier so, ne... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, von links und rechts! Nein! Zack, was? Stirb, du Pisser! Klatsch. Und weggebasht. Nein! Ficken! Blasi, Alter. Und da brauchte ich nicht mal die Hyper Wave. Die starke Leistung gehört mir. Und auch die Krone. Nein, starke Leistung habe ich gebracht. Wie immer mal sehr unlogisch, nicht wahr? Haha. Prost Mahlzeit. So. Ich wollte da Bananen suchen. Habe ich wirklich alle gefunden? Das bezweifle ich, dass ich beim ersten Mal durchlaufen die alle gefunden habe. Das wäre ein bisschen... Traue ich mir gar nicht zu, so viel Intelligenz. Aber ich glaube, viele trauen mir so viel Intelligenz nicht zu, ne? Nicht wahr? Komm, ihr gebt doch zu. Ihr denkt doch alle irgendwie, Let's Player sind alle dumm, oder? bei einigen trifft das ja vielleicht zu. Ich will ja jetzt keinen Namen nennen oder so, ne? nein. So, hier ein bisschen durchgespeedet. Was gibt's hier Schönes? Hallo? Polizeikontrolle, Drogensuche! Also hier ist definitiv nichts mehr. Oh. Wollte ich da jetzt wirklich raus? Ich wage das zu bezweifeln, dass ich hier raus wollte. Auf jeden Fall ist da auch eine Holztür, aber ich weiß nicht, wie ich die aufkriege. Aber ich habe so eine Ahnung. Weil das gehörte nicht zu dem Haus, wo wir gerade drin waren. Die Hintertür war ja hinten dran. Ne? Die Hintertür war hinten dran. Sehr logisch wieder mal, nicht wahr? So, Chucky, komm mal mit. Ich denke einfach mal, dass man die aufbashen kann. Einfach so richtig so... Und bäm! Und dann knallst. Und dann fliegen die Bretter da durch die Gegend. Richtig schön knallern muss das, ne? Das muss knallern in der Hose. Zack. Das war schlecht gezielt irgendwie. So, was ist denn hier drin? Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Offensichtlich können die Viecher mich erst treffen, wenn ich unsichtbar bin. Haha, getroffen. Die stürzen mich auch alle direkt hier an. Das ist ein bisschen lame, oder? Ihr seid ja ganz schön gepissig, Alter. Jetzt sind sie da und ich bin weg. Einmal Mucke ist diesmal leider nicht möglich hier. So, was? Alle mal ein bisschen abgeschossen hier. Oh, direkt aus der Luft geholt. Haha. Wie geil, Alter. Haha, der war wirklich cool. Und dafür kriegen wir direkt wieder als übliche Belohnung eine Banane. Cool. Spart man sich Geld. 50 Cent kostet ja wo es eine, ne? So viel Geld haben die Affen nicht. Die brauchen ja ihr Geld für Klamotten. Habe ich jetzt schon zum 10. Mal erwähnt.
Und bestimmt noch öfter wird es noch in den letzten Parts kommen, weil unser Let's Play geht ja so langsam ins Ende. Was heißt unser Let's Play? Mein Let's Play. Nein, ihr seid ja auch daran beteiligt, dann irgendwann seid ihr die Zuschauer. Ohne euch würde hier gar nichts laufen an Let's Plays. Weil, so wenn ich gemerkt hätte, dass irgendwie gar kein Zuschauer kommt, dann hätte ich es ja wirklich aufgehört. Einer ist in Ordnung, aber gar keiner ist scheiße. Nee, das geht nicht. So, Tiny ist ja die weitergehen muss, um die Bananas einzukollekten. Wie viele Bananen brauchen wir eigentlich? Mal gucken hier. 400! Alte Scheiße! Einfach ein Fucher, der Typ, will aber mehr fressen. Soll er zu McDonalds gehen, dann nimmt er die Funde geradezu zu. Brauchst nur einen Burger, hast schon einen Kaloriengehalt für 3 Tage drin, ne? So, was soll denn das hier? Hier brauche ich einfach rüber, jumpt und. Wahaha, Loser! So, was ist hier? Hier ist was für Dini. Na gut, das machen wir auch mal. Oh, habe ich gerade Ballroom gelesen? Oder weiß ich, was da drin ist? Aber oh, ziemlich lustig. Denn hier kann man mit Bälle spielen. Und zwar mit den dicksten Bällen, die ihr kennt, Alter. Nein, hier kann man einen Tanz aufführen, wie im Sinne von Ballsaal, nicht wahr? Kennt man ja. Und ihr hört schon den Walzer-Dance-Move hier, der ist schon richtig beatmäßig. Ach du Scheiße, wo kommst du denn her? Wer lacht mich hier gerade aus, Alter? Bloß weil ich so viel Scheiße laber, musst du mich nicht auslachen, Alter. Fuchs aufs Maul, Alter. Ich mach dich platt, Alter. Ein bisschen ausgedrückt, ich muss auch mal wieder sein, Alter. Alter, irgendjemand lacht mich hier aus, Alter. Das finde ich gar nicht cool. Oh, die sind hier schon heftig am Updancen. Auch die Geister schicken hier einen geilen Geister-Grufti-Move hier auf die Tanzfläche. Aber erstmal umgehauen hier. Mit euch Flachzangen will ich nicht feiern, Alter. Klassisch freudelos, wie wir Nerds halt und Gamer halt sind, ne? Nicht wahr? Wir zocken ohne Gäste. Wir tanzen ganz alleine. Wir zocken ganz alleine. Und das ist mal so. Ach ja, Klischees sind doch was Schönes, oder? So, da ist was für Tiny? Hä? Eine Teleporterplatte. Looks aber very interesting, nicht halt? Muss ich ja mal erwähnen hier. Wie kommt da mal Tiny rein? Muss ich denn draußen schnell Tiny fassen und dann wieder rein, oder was? Möglich wäre es bestimmt. Aber für Donkey Kong noch viel zu banal, oder? Also ich meine. Ah, flop! Hast du mal Feuer? Na klar, Mann, ich hab hier richtig Feuer in der Hose. Muhahaha. Flop! Ey, ich will die Banane mitnehmen. Hey Mann, ich will die Bananen mitnehmen, hab ich gesagt. Hörst du schlecht? Blödes Bananenfass. Du kriegst ja auf die Schnauze, pass auf. Aber erstmal habe ich hier noch einen Ballon gesehen. Im Augenwinkel des Gefälles hier. Was, paff, Treffe. Und auf ins Minigame-Fass. Mal gucken, was kriegen wir diesmal. Ich habe so ein Gefühl. Und? Warum? Spiel? Hallo? Oh, das ist aber nicht so gut hier. Das bleibt hier stehen. Ich mach mal irgendwo ein Safe State. Vielleicht bringt's mir ja was. Ich glaube nicht, dass er überhaupt noch speichert. Und Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Alte Scheiße, ich hab zwar gesagt, dass ich eine Erwartung habe, was in dem Ding da drin ist, aber dass ein Absturz-Minispiel stattfindet, damit hätte ich noch nicht gerechnet. Ich habe jetzt Safe State gemacht. Zur Not kann ich rückgängig machen, wenn ich wieder mal einen Absturz kriege, weil dann muss ich mir das einfallen lassen. Denn wird's just of kritisch, ne? Aber ich hoffe mal einfach, das passiert nicht normal, dass das gerade irgendein Spielfehler war. Och nee, dann wurde mein Verdacht gerade übrigens nicht bestätigt, was ich dachte jetzt. Es gibt dieses, wo man die, na, ihr wisst schon, wo man die Dinger da abschießen muss, die diese Schildkröten mit den Schlangen mit den Schildkröten um drauf. Aber egal, auf jeden Fall muss ich jetzt hier fahren. Und das ist schon deutlich schwerer, den ihr seht. Das sind 2 Loren hier. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe, die zweite fährt auch mal außen, oder? Ja. Ich fahr nach innen, Mann. Ich will die Lore loswerden. Ich will das gewinnen. Ganz gelicht, das wäre wirklich mega nice. Und gleich wieder nach außen. Hä, warum fahrt ihr nach innen? Seid ihr denn blöd? Das ist doch voll fail, Mann. Warte, jetzt muss ich aufpassen, dass die eine nach außen fährt. Haha, und wieder nach innen. Zack! Zack! Ich muss innen bleiben, die müssen runterfahren, denn ich muss siegen. Ich hab einen Plan, ich hab einen Plan. Haha, und wieder nach außen, und hier bin ich bereits im Siegbereich. Ziel erreicht. Ganz gellig gemacht. Muhaha, so muss das laufen. So macht Donkey Kong 64 richtig Spaß, Mann. Und jetzt die Banana noch für mich, Mann. Donkey Kong. Mann, nein, nicht Donkey Kong. Diddy Kong, Mann. Mann, das war gerade geil.
Also ich kann euch wirklich bloß den Hinweis geben, versucht beide auf eine Bahn zu lenken und dann immer davor zu fliehen. Wenn denn vor einer fliehen ist ja nicht unbedingt die schwerste Arbeit, nicht wahr? Verpiss dich. Ah, scheiße! Ja, ich guck mich schön an, wie er mich umballert hier. Ja, Penner, Alter. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Hör mal zu, du Pissnelke. Das muss jetzt sein. Das kostet mich zwar eine Kristallkokosnuss, aber dich kostet es den Schädel. So, dann wird erledigt, will ich sagen. Weiter geht's in dem nächsten Part mit noch mehr Alkohol. Nein, mit noch mehr Spaß und Witzen. So, also Freunde, bis gleich. Ich nehme gleich nochmal ein paar drauf. Bis gleich.